Servus, heute zeige ich euch eine neue Taschenlampe. Danke an Neil von Banggood, er hat mir die geschickt und ja, ich muss sagen, sau cool. Hier in so einem Köfferchen kommt sie und alles, was in dem Köfferchen kommt, kann nur gut werden und dem ist auch so. Ich zeige euch gleich mal, was da drin ist, und zwar in der Kamera hier. Machen wir es mal auf. Ja, wie ihr seht, seht ihr erstmal Papierkram. Hier kommt ein Haufen Papierzeug mit, und zwar so ein Dankesheftchen einmal mit Anleitungen und so weiter. Dann Produktgarantiekarte in allen Sprachen, Deutsch, Russisch, Chinesisch, Englisch und so weiter. Ja, und halt eben so ein Quick Start Guide. Genau, dann kommt noch mit, das zeige ich euch hier einmal, so ein, wie nennt man das, so ein Prospekt über die Lumintop Produkte, und ich kannte nur vom Namen bis dahin Lumintop, habe aber noch keine Produkte von denen angeschaut auf der Seite oder von irgendjemandem gesehen, und wenn man diesen Prospekt hier eben anschaut, dann sieht man, dass es hauptsächlich um taktische Taschenlampen ging. Also musste ich erstmal nachgucken auf die Lumintop Seite, und ja, dem ist so, die haben eigentlich fast nur taktisches Zeug. Also ja, der taktische Anwender ist hier im Auge, Hunting, irgendwie so ein bisschen, ja, die Professionals auf jeden Fall, also vielleicht nicht unbedingt für die Hausfrauentaschenlampe. Ja, das Ganze kommt hier in so einem wunderschönen Koffer, und das erste, was einem auffällt, wenn man den Koffer aufmacht, die Lampe ist zweigeteilt und kommt in einem gut gepolsterten, ja, wie sagt man, gut gepolsterten Schaumstoff eben drin. Das heißt, das Ganze wird gut gehalten, da muss man sich keine Sorgen machen. Und wenn man den aufmacht, ist das erste, was ein bisschen flasht, dieser riesige Lampenkopf. Ich zeig's euch mal, ich hol dir mal das erste raus. Also das Teil ist wirklich ein wirklich großer Lampenkopf und extrem tief verbaut ist eine Cree XHP 70 LED Anti-Reflected Coated Glass, also ein Anti-Reflex beschichtetes Glas. Ein wirklich, wirklich großer Bezel. Also der es wirklich Tiefe hat, ich weiß nicht, wie man es so könnte man es gut sehen. Genau, wirklich einen tiefen Bezel hier, also auch wenn der hinfällt, fällt er erstmal auf dem Bezel. Das sind knapp einen Zentimeter Weg, der hier zwischen, ja, zwischen Glas und Bezel ist. Riesige Kühlrippen, ja, aber das packen wir mal weg. Wir schauen uns als erstes mal das Zubehör an, und das erste lustige Gimmick, was dabei ist, dass man auch nachkaufen kann, zum Beispiel auf Banggood. Habe ich das auch schon gesehen, sind hier solche, ja, so eine USB-Tischlampe, die hier in so einem quietschegrün kommt. Die kann man dann in ein USB-Device stecken und dann leuchtet die. Die kann man sich hinbiegen in jede Richtung, die man braucht, und macht auch ordentlich viel Licht. Das ist kein Baustellenstrahler, es sollte klar sein. Macht aber genügend Licht, um eben sich den Tisch auszuleuchten, und sehr breit gefächert. Also cooles Gimmick, funktioniert gut, habe ich schon getestet, und ja, macht auf jeden Fall Spaß und nettes Feature. Warum das dabei ist, werdet ihr auch noch sehen. Dann schauen wir uns das erstes mal an. Hier ist noch ein Euro-Kabel mit dabei. Ein ganz klassisches, ja, Kabel, Euro-Stecker hier. Da fehlt sich auch nichts. Das sieht alles sauber aus. Ist halt ein Kabel. Da kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen. Dann ein Netzgerät ist mit dabei. Auf 12 Volt geht es eben gleich, Strom 12 Volt runter von 230 Volt. Genau, hat eine kleine rote LED, eine kleine Multicolor LED, die eben von rot auf grün umschaltet, wenn die Lampe geladen ist. Jetzt wisst ihr auch schon, dass man die Lampe aufladen kann. Und das Ganze ist auch noch fürs Auto mit dabei, ein Kfz-Kabel. Ja, das ist jetzt nicht so 100% qualitativ hochwertig, wobei das Kabel selber gut wirkt, der Stecker auch. Das Einzige ist hier, diese Zugentlastung klappert ein bisschen, aber das war es auch schon. Wichtig ist, dass hier eine Sicherung drin ist, und das ist hier drin. Ich habe es schon geöffnet mal. Hier sitzt eine Glasschmelzsicherung drin, die 3 Ampere abgesichert ist. Also das ist wichtig, damit hier einfach auch nichts passiert. Wobei im Kfz-Bereich sind die Zigarettenanzünder extra nochmal im Auto gesichert. Aber eben cooles Feature und wichtig. Jetzt kommt der Lampenbody, und fangen wir mal hier mit dem Lampenbody an. Ja, sauber geschnittene Gewinde auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Fett hätte drauf sein dürfen. Das ist das Einzige, was ich zu bemängeln habe, beziehungsweise ein, zwei andere Punkte noch, aber
Das ist so der größte eben Ding. Da hätte man ein bisschen mehr Fett drauf tun können von Werk aus. Die sind aber gefettet. Dann ist hier, wie bei zum Beispiel bei den True Night Lampen, kennt man das auch so ein bisschen. Oder auch bei anderen Herstellern kommt das Ganze hier in so einem Batteriekäfig, in so einem Akkukäfig, der hier wirklich mit gut gearbeitet ist, mit Imbusschrauben fixiert, vergoldene Kontaktflächen. Das Ganze wirkt wirklich robust. Die Federn wirken sauber federnd. Also das passt alles, die Kontaktflächen alle vergoldet. Und auch hier passt Flat Tops rein und kriegen Kontakt. Da diese, ich zeige es euch mal hier so ein bisschen, da diese Plus-Kontaktflächen etwas hervorstehend sind. Also passen eben auch Flat Tops rein. Soll man aber nicht benutzen, da die Spannung hier erhöht wird, also seriell geschaltet, also viermal hintereinander. Und dadurch muss man eben aufpassen, wird die Spannung höher. Wobei sind die nur zwei seriell, 8,4 steht jetzt hier drauf. Auf jeden Fall hat man eben seriell und parallel könnte sein. Genau kann ich jetzt gar nicht sagen, könnte beides sein, seriell und parallel. Ist aber wurscht. Wichtig ist hier, geschützte Akkus zu verwenden, da die Ladeelektronik der Lampe und der Aufbau des Batteriekreislaufes eben dafür sorgen könnte, und das muss man auch sagen könnte, dass ihr euch die Akkus im schlimmsten Fall entgasen, was eben mit geschützten Zellen nicht passieren kann. Benutzen kann man natürlich ungeschützte Zellen und man kann sie auch laden, vielleicht halt dann nicht komplett voll, so als Sicherheitsfeature. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich habe es nicht probiert und ich werde es auch nicht probieren. Ich werde geschützte Zellen hernehmen dafür. Man hat auch keine Leistungseinbußen, wenn man jetzt geschützte Keypower zum Beispiel nimmt oder was weiß ich. Die haben genug Ausgangsleistung, um diese 4000 Lumen auch zu befeuern. Ja, einfach vier Zellen rein. Wichtig ist hier in dem Akkukäfig sollten sie richtig drin sein und dann einfach in den Tank hier rein, also in das Gehäuserohr, den Akkutank einfach einlegen. Wie rum ist hierbei egal. Plus, Minus kann nicht vertauscht werden. Genau, dann einfach auf den Lampenkopf aufgeschraubt das Ganze. Einmal ordentlich festgezogen und jetzt haben wir das gute Stück und man sieht schon, dass das eine wirklich robuste, große, brachiale Lampe. Also das ist wirklich ein Monsterteil. Dagegen wirkt die Tiny Monster 16 wie ein Spielzeug. ja, hat hinten. Ich weiß nicht, ob man es sieht, machen wir es hier. Hier hinten ein kleines Fenster, mit dem man den Batteriestand sich anzeigen lassen kann. Vorausgesetzt, man schaltet die Powerbank-Funktion der Lampe ein, weil sie ab dem Moment einem auch den Batteriestand anzeigt. Eingeschaltet wird die Lampe hier über einen Taster. Das ist ein wirklich, wirklich gut gehender Taster. Besser als alle anderen Lampen, die ich habe, die einen Taster haben, funktioniert die Haptik. Ist hier wesentlich angenehmer. Der Klickpunkt ist sehr sauber, das Klickgeräusch ist sehr sauber. Bin ich sehr verwundert drüber. Also das ist wirklich saugut. Und dann hat man eben die drei Lichtstufen. Also man bleibt einfach auf dem Taster länger als eine Sekunde. Und dann geht die Lampe auch schon an. Und jetzt kann man mit einem kurzen Klick einfach in die nächste Lichtstufe switchen und mit einem Doppelklick in den Stroboskop-Modus gehen. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles zur Bedienung der Lampe. Was hier mich wieder ein bisschen stört, ist, man hätte die Lampe so, dadurch, dass es eh ein Taster ist, so bauen können, dass wenn man im ausgeschalteten Zustand zweimal drückt zum Beispiel oder dreimal schnell hintereinander, dass die Lampe in einem Defense Strobe geht. Wobei das jetzt auch keine Gassi-Gehlampe ist, mit der ich mich dann verteidigen sollte im Ernstfall. Also ja, dafür ist sie auch nicht gebaut worden. Deswegen hätte man auch den Strobe wieder ganz weglassen können. Aber okay. Ja, dann hat sie unten auf der Unterseite, also auf der Oberseite im Prinzip, liegt der Taster. Und wenn man 180 Grad die Lampe dreht, hat man hier eine Lanyard-Öse, die jetzt hier ein bisschen schief ist. Und wenn man sich jetzt hier aufregen möchte, dass sie schief ist, ja, dann kann man das auch tun. Aber es geht hier viel mehr um das, was unter dem ist. Hier ist ein Viertelzoll Gewinde. Und wenn man das eben abschraubt, kann man die Lampe hier auf ein Stativ dran montieren, eben für Fotosachen oder ja, einfach wenn man irgendwas punktuell ausleuchten muss und die Lampe steht. Und hier jetzt auch ein kleiner Negativpunkt, und zwar, ich zeige euch das genau, hier sitzt das Gewinde
und hier fangen schon die Kühlrippen an. Das heißt, man wird Probleme kriegen, zum Beispiel mit einer großen Adapterplatte von der Kamera wird man sie nicht drauf bekommen, entweder nur schief oder gar nicht, weil die Schrauben recht kurz sind, die 1/4 Zoll Schrauben. Das heißt, hier braucht man recht kleine 1/4 Zoll Stativaufnahmen. Wo ich mir das Ganze noch ganz cool vorstellen könnte, die Lampe, wäre zum Beispiel auf einem Pan-Tilt-Head, das sind so Schwenkneigeköpfe für Kameras, da wäre das bestimmt eigentlich auch ganz witzig, wenn man den damit irgendwie so als richtigen Suchscheinwerfer nutzen kann. Kann man natürlich da die Lichtstufen nicht regulieren, außer man steht daneben, aber wenn man das jetzt auf dem Jeep oder sowas hätte oder wo auch immer drauf, dann geht das nicht, dass man die Lichtstufen, aber ja, ist auf jeden Fall auch eine Idee, die man damit eben tun könnte. Ich schraube die 1/4 Zoll Schraube da mal wieder rein, ich möchte sie nicht verlieren. Wichtig ist, dass man die auch relativ fest anzieht, sonst lässt die sich relativ leicht wieder lockern. Da hätten sie noch einen O-Ring mit einbauen können, damit das Ganze eben egal, dass es eben ja fester einfach ist und sich nicht ab einem gewissen Punkt einfach klack und dann aufspringt, sondern dass man vielleicht erstmal eine Umdrehung hätte drehen müssen, damit diese Lanyard-Befestigung eben ja eine Umdrehung lang recht zäh bleibt. Aber okay. Das sind so die Verbesserungsvorschläge. Ansonsten wirkt die Lampe extrem ja hochwertig verarbeitet. Ich habe sie auch schon ausprobiert und die niedrigste Lichtstufe ist im Park einfach zu hell. Mit 150 Lumen, ja, einfach zu hell, um damit irgendwie 5 Meter vor sich zu leuchten. Also dafür ist sie nicht gedacht. Ist halt, ja, allein die Größe sagt aber einem schon, dass das keine gassige Lampe ist, dass sie dafür nicht konzipiert wurde. Dann kommen noch mit ein Beutel Ersatz-O-Ringe. Finde ich auch immer gut, ist immer gut, sowas dabei zu haben. Und dann schauen wir uns jetzt mal die Powerbank-Funktion an. Dafür dreht man hier hinten einfach den Deckel ab. Und man hat es auch gerade kurz gehört, wie das Metall quietscht. Man müsste hier einfach, ja, das werde ich nachher machen, ein bisschen mehr nachfetten. Die O-Ringe sind gefettet, aber die Gewinde halt nicht. Sind in dem Fall auch Square Cut, also Rechteckgewinde, keine ja, spitz zulaufenden, sondern eben rechteckige Gewinde. Das ist sehr gut, das kennt man von der MH20 zum Beispiel von Nightcore. Da ist das auch so. Ja, hier jetzt das Herzstück sozusagen der Lampe. Und man sieht schon, hier ist der 12 Volt Eingang. Hier kann man einfach zum Beispiel das Autoladekabel anstecken und die Lampe darüber laden. Und kriegt dann eben über das Netzgerät und über die LEDs angezeigt, wie voll die Lampe ist oder wie leer. Und ich würde sagen, machen wir einen ganz kurzen Schnitt und schauen uns das mal ganz kurz an. So, wieder da und jetzt hier habe ich es eingesteckt, leuchtet grün. Und wenn man es jetzt einsteckt, dann sieht man auch schon das Blinken hier, dass die Lampe jetzt geladen wird. Gut, stecken wir mal ab. Brauchen wir nämlich jetzt nicht, weil die Akkus sind voll. Hier hat man jetzt einen Schalter verbaut und wenn man diesen Schalter drückt, dann dauert es einen kurzen Moment und jetzt sieht man eine LED-Kette, die eben wieder angeht und jetzt ist die Powerbank-Funktion aktiviert. Ich zeige es euch einfach. Und ihr seht schon in die Kamera, man sieht es. Das Ding macht jetzt Licht und zwar auch ordentlich und man kann die Lampe auch gleichzeitig noch nutzen. Also es geht beides gleichzeitig. Damit hat man eben den Vorteil, dass man zum Beispiel das sich abends hinstellen kann, als bisschen Schummerlicht und sein Handy laden könnte oder sein iPad oder was auch immer. Und im Notfall, sage ich jetzt mal, auch Outdoor, wenn man sagt, man müsste sein Handheld-GPS und sich den Weg nachts irgendwie leuchten, könnte man das gleichzeitig in einer Hand halten, das Kabel dazwischen und die Lampe sich den Weg leuchten. Also das geht auch, finde ich gut, dass es geht, dass da nicht irgendwie ja, nur Licht oder nur Powerbank. Das ist eine tolle Option. Und in dem Fall jetzt, wenn wir es mal wieder abstecken, kann man eben auch den Batteriestand hinten durch das Sichtfenster anschauen. Holster ist keins dabei. Okay, ja, das Ding ist auch vielleicht ein bisschen zu groß, um sich sein Holster zu packen. An wen richtet sich die Lampe? Meiner Meinung nach irgendwelche Rettungskräfte, Feuerwehr, THW, wer auch immer. Irgendwelche Leute, die einfach viel Licht brauchen. 100.000 CD hat die Lampe. Lichtstufen sind, glaube ich, 150 Lumen, 1350 und 4000. Über 600 Meter Reichweite. Also das Ding ist wirklich ja nichts für die Handtasche und für den Home-Anwender, sondern entweder für Flashies, die halt einfach das geil finden, oder für wirklich professionelle Leute, die einfach viel Licht brauchen und
Ja, dafür ist die Lampe wirklich cool, wahnsinnig gut verarbeitet. Ich würde sagen, wir gehen raus, schauen es an und vergleichen die mit der Nightcore TM16 GT, Torfire S70 und ja, die drei, glaube ich, die lassen wir jetzt mal gegeneinander antreten und schauen mal, wo sich denn hier die Lumentop einreihen kann. 4000 Lumen out of the box, phänomenal verarbeitet, muss ich ganz klar sagen. Wirklich krass. Massives Ding macht auf dem ersten in die Hand nehmen schon Spaß, auch wenn sie ein bisschen wuchtig ist, aber okay, lieber wuchtig als ja, als irgendwie windig. Alles klar, wir sehen uns draußen. So, jetzt sind wir endlich draußen. Hat die TM16 GT dabei, die S70 Torfire und die Lumentop SD75. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lang und starten mal mit der Torfire in der ungemoddeten Version. Was da so an Licht rauskommt. Hier hinten wieder unsere bekannte Baumlinie. Muss einmal komplett durchzappen, damit ich weiß, wo ich bin. So, das wäre das Lichtbild der S70 von Torfire, ungemoddet. Und man sieht, sie tut sich schon etwas schwer, hinten auf diese 150 Meter Baumlinie anzukommen. Aber es geht noch. Ich sag mal, da wären noch ein paar Meter drin. Jetzt natürlich die 5000 Lumen gemoddeten Zustand. Wer nicht weiß, wie was wo mit dem Modden, der schaut sich mein Video dazu an. Ich mache jetzt mal die 5000 Lumen und da muss man ganz klar sagen, da fällt es hier wirklich leicht. Da würde auch nochmal 100 Meter mehr jetzt kein Problem mehr spielen, trotz dass sie sehr flutig ist. Dann nehmen wir mal die Tiny Monster 16 GT und starten auch hier wieder im Turbo-Modus. Und hier sieht man ganz klar, 150 Meter, 250 Meter, 300 Meter, ja, ist für sie gar kein Problem. Ziemlich throwig. Man sieht schon hier an den Seiten, hier kommt nicht mehr viel Licht an, wenn ich mittig leuchte. Trotzdem hat sie einen relativ großen Spill mit einer unschönen Blume. Das kennt man einfach bei diesen Multi-Emitter- oder Multireflektorlampen, dass sie einfach eine ziemliche Blume außenrum werfen. Ist absolut nichts fürs Gassi-Gehen aus Erfahrung, finde ich es völlig unangenehm. Die ist zwar recht, kann man recht niedrig von der Lichtmodus her schalten, aber das ist einfach zu punktuell, zu spottig. Das Beste aus beiden Welten, TM16 GT, sehr troig, ihr seht mich gerade nicht, macht aber nichts. S70 Torfire und hier die Lumentop SD75 und hier finde ich, ist das Optimum erreicht worden zwischen Pro, hier hinten gar kein Problem, ich würde auch nochmal die 100 Meter mehr drauf knallen und sie hat immer noch kein Problem. Mit einem schönen, angenehmen Flat und dann langsam nach außen der Spill, eben der wirklich relativ scharf zwar abgegrenzt ist außen, aber ist ziemlich homogen bis zum Ende des Spillrandes, also bis zur Corona der leichten Außen, wirklich einen sauberen Lichtverlauf. Das finde ich wirklich angenehm und ich denke mir, dass das hier für professionelle Einsätze, mal abgesehen davon, man braucht einen reinen Suchscheinwerfer, der wirklich nur einen Punkt, dann wäre die TM16 GT bestimmt besser, aber so der Allrounder, der wirklich viel Licht braucht, der fährt out of the box mit der Lumentop SD75 wirklich gut. Man kann die Lampe auch mit zwei Zellen benutzen. Es waren jetzt in jeder Lampe ungeschützte Zellen drin, alles Markenzellen voll geladen. Und durch den riesen Kopf und den riesen Kühlrippen hat sie auch kein Problem mit der Temperatur. Die wird natürlich ein bisschen warm, hat aber lang nicht so die Temperaturprobleme wie jetzt zum Beispiel die S70 gemoddet. Das ist auch logisch, ist. Der Kopf ist einfach recht klein, recht dünn alles von der Gehäusestärke. Hier ist es wirklich massiv, das heißt, da kann gut Wärme abtransportiert werden. Und ich denke mal, man hat jetzt gut gesehen, wohin die Reise geht. Ich vergleiche es nochmal im Schnelldurchlauf. SD75, Tiny Monster 16 GT, S70 Torfire. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann wäre es cool, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Daumen hoch, danke an den Neil für die coole Lampe. Und beim nächsten Mal gibt es hoffentlich was, was nicht mehr ganz so hell ist, weil mir tun so brachial die Augen weh. Deswegen hoffe ich mal beim nächsten Mal nur ein paar Lumen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und Servus.